Eine interaktive Klangskulptur im Berliner Stadtteil Schöneberg. Entworfen hat sie der Künstler Benoît Maubret, dessen Skulpturen schon rund um den Globus zu sehen waren. In seiner Wahlheimat Berlin auszustellen, wo er seit fast 40 Jahren lebt, ist trotzdem etwas Besonderes. Ich habe mir sehr gefreut, endlich die Berliner Luft zu vibrieren zu lassen, nicht wahr? Und der Berliner Schnauze noch besser eine Plattform zu geben, jawohl. Über Bluetooth, Anrufe, Twitter und Mikrofone soll die Skulptur von Passanten bespielt werden und unter anderem als Forum für kleine Veranstaltungen und Konzerte dienen. Gebaut ist das Kunstwerk aus mehr als 300 recycelten Lautsprechern. Es ist Junk, es ist aber Junk, es ist nichts wert, aber es äußert sich. Ein anderer Titel für diese Skulptur ist ein Heim für obdachlose Lautsprecher. Leute, bringen mir ihre eigenen Lautsprecher, ich baue die ein. Bis Ende Oktober steht die Skulptur noch in der Palaststraße, wo Passanten und Anwohner mit der Kunst interagieren können.